Ahoi, liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr seht die CMT 2024, das wird der Hallenkompakt-Rundgang, die Highlights aus den Hallen. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Wir befinden uns hier im Atrium, wo ihr jeden Tag interessante Live-Musik, Shows, Vorführungen, Folklore, exotische Sensationen sowie Kultur aus Regionen sehen könnt. Ideal ist das hier für eine ideale Messepause. Und ich sage euch, die Highlights sind definitiv die CMT Messe Night am Montag und auch am Samstag gibt es hier eine geile Party. Also hier im Atrium, wenn ihr reinkommt, gibt es schon das erste Geile zu sehen. Der Rundgang startet natürlich in Halle 1, denn hier findet ihr die Caravaning, Reisemobile und Wohnwagen von Detlefs, Biskabe, Rollerteam, Fendt, Bürstner und Co. Ihr seht eingeblendet mal auch eine Übersicht und sehr interessant natürlich, hier könnt ihr eine Weltpremiere erleben und zwar ein sehr interessantes Fahrzeug. Ist nämlich hier der Ereba Van auf VW Crafter Basis. Richtig interessant, Ereba geht wieder in den Van-Ausbau. Hier in Halle 1 könnt ihr euch den live anschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht's in Halle 3. Dort findet ihr neben der Pössl Group auch die Pilotegruppe und echte Hingucker. Bei NexSD, eine andere Bauweise für Reisemobile, ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Oder ein Retro-Elektromobil von Wanderer. Und zusätzlich hier in Halle 3 findet ihr die neue Marke Vigavans von Hannes Camper und vieles, vieles mehr. Halle 3 gleich neben der Halle 1. Ihr müsst gar nicht so weit laufen und ihr werdet echt coole Fahrzeuge, coole Wohnwagen hier entdecken. Weiter geht unser Rundgang in Halle 5, denn hier könnt ihr euch den Kaiman von Megamobil anschauen, der ja nun neben Island und auch nun Norwegen unsicher gemacht hat. Hier könnt ihr ihn in richtig sauberer Form erleben. Dann findet ihr bei Affinity eine Tochtermarke oder ihre neue Tochtermarke Freedom, sowie bei Hobby einen neuen Grundriss bei Maxia Van. Auch interessant, hier in Halle 5 ist der Prototyp von Star Van. Schaut euch das einfach alles an, hier in Halle 5. Ihr wisst es, in Stuttgart nach Halle 5 kommt Halle 7. Und hier findet ihr eine große Auswahl an Campingzubehör. Und in der Messezeit könnt ihr unter anderem Kai von Travel Camping Living jeden Tag bei Biotoy treffen und bei Remektro, Ursi und Helle. Nette Plausch sind dort garantiert. Wenn ihr Informationen zur Perfect Van trockenen Trenntoilette braucht, dann seid ihr ebenfalls in Halle 7 genau richtig. Wir haben die Messeseite gewechselt, sind nun in Halle 10 bei Knaus Tabbert. Hier findet ihr wirklich alle Marken der Gruppe in einer Halle. Bei Tabbert, da gibt es sogar eine Weltpremiere eines neuen Wohnwagens. War gar nicht so leicht zu finden und deshalb unsere Frage an euch, schreibt es gerne in die Kommentare, an welcher Standecke steht die Weltpremiere von Tabbert? Was haltet ihr davon? Schreibt bitte rein in die Kommentare. Von Halle 10 geht es jetzt weiter in Halle 8 und auch hier findet ihr Caravan, Reisemobile, Zubehör, Campingplätze, Zelte, Fahrzeltanhänger und vieles mehr. Und hier empfehlen wir euch natürlich das Vans & Friends Wohnzimmer mit spannenden Vorträgen. Am Sonntag zum Beispiel ist Markus von Fan von Van am Start. Sehr interessant. Und gleich dahinter findet ihr Rocket Camper. Die haben für Surfer etwas ganz Neues im Gepäck. Also Halle 8 auf jeden Fall empfehlenswert. Die CMT ist ja keine reine Caravan-Messe, sondern natürlich eine Urlaubsmesse, also wunderbare Reisemesse. Dafür stehen euch in Halle 6 und in Halle 4 tolle Reiseziele als Ansprechpartner zur Verfügung. Hier zum Beispiel in Halle 6. Da findet ihr den Genusspartner 2024, die Schwäbische Alb. Sonst viele Länder, Oberbayern, Allgäu,
bisschen weniger Rodel. Also hier unten sehr stark der süddeutsche Raum. Aber ja, wir sind in Stuttgart. Was erwartet man mehr als Süddeutschland? Gleich neben Halle 6 findet ihr Halle 4 und dort findet ihr das Partnerland für 2024, das Reiseland 24. Die Philippinen stellen sich hier vor, Love the Philippines, ein richtig tolles Land, viele Inseln. Und wenn ihr mehr Informationen zu den Philippinen haben wollt, dann müsst ihr hierher kommen. In Halle C2, dort findet ihr natürlich wieder sämtliche Premium-Hersteller von Reisemobile. Und mit Skydancer sogar etwas ganz, ganz Besonderes. Lohnt sich auf jeden Fall mal, das Fahrzeug anzuschauen. In Halle C2 die Premium-Hersteller von B-Mobile bis Concorde bis Phoenix und wie sie nicht alle heißen. Wieder zurück am Anfang, da wo wir den Messestart begonnen haben, den Messerundgang, da sind wir wieder gelandet. Halle 9, das ist ja die Themenwelt, die haben wir für euch jetzt leider nicht geschafft, für euch aber wichtiger Hinweis, am ersten Wochenende, also was jetzt läuft, ist die Fahrrad- und Wanderreisenmesse und nächstes Wochenende, also am zweiten Wochenende, da findet ihr die Golf-Wellness-Reisen und die Schiff- und Kreuzfahrten-Messen. Also es lohnt sich auch für alle Kreuzfahrter, die gerne reisen. Nächstes Wochenende lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Es ist viel Abwechslung dabei, auf jeden Fall. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch ihr. Kommt zur Messe, kommt zur CMT nach Stuttgart. Lasst euch überraschen, die Aussteller haben so einiges für euch im Petto. Die Messe selber auch, tolle Aktion hier, wie gesagt, auf der Atriumbühne. Und ich würde sagen, von uns soll es das jetzt gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne, was würde euch interessieren. Einfach rein damit. Eine Sache habe ich noch. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Besuch der Messe. Und einen vor allen Dingen erfolgreichen, schönen Messeaufenthalt für euch. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.